Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Schön, dass ihr am Start seid, Leute. Wir sind momentan noch im Brasilienwald unterwegs. Haben hier schon ungefähr 80% des Waldes erkundet, würde ich sagen. Da oben kommen wir noch nicht weiter. Da brauchen wir erst die Hilfe der großen Eiche, dessen Eichel wir schon gefunden haben. Hoho. Aber zuvor, bevor wir zu der großen Eiche gehen, reden wir noch mit dem Werwolf hier. Das war, glaube ich, die Frau, ja, von dem Elfen, die vermisst wird. Und die sich jetzt anscheinend in den Werwolf verwandelt hat. Bitte, Hilfe, hör zu. Ich bin nicht das seelenlose Tier, das ich zu sein scheine. Was ist mit euch geschehen? Mit Tumov ganz verwundert. Sie? Ich bin verflucht und wurde in diese Kreatur verwandelt. Der Fluch, er brennt in mir. Ich bin in den Wald geflohen. Die Werwölfe, sie haben mich aufgenommen. Aber ich musste zurückkehren. Ich musste einfach... Vorsicht! Diese Werwölfe könnten uns eine Falle gestellt haben oder so. Man weiß ja nie. Ihr seid ein Mensch. Ich war einst eine Elfin vom Volk der Dalish. Wisst ihr etwas über meinen Clan? Nö, ich bin ja zufällig hier. Euer Hüter, Severian, hat mich hierher geschickt. Der Hüter hat euch geschickt? Dann sucht ihr Schattenreißer? Ja, habt ihr ihn gesehen? Das habe ich, aber es ist nicht so, wie ihr denkt. Aber wir haben keine Zeit für Erklärungen. Bitte hört mir zu. Mein Name ist Delilah. Mein Ehemann. Er heißt Athras. Ich bitte euch, überbringt ihm eine Nachricht. Oh, die arme Frau. Sie hat schlimme Schmerzen. Mein Halstuch. Bringt es ihm. Und sagt ihm, dass ich ihn liebe. Sagt ihm, dass ich tot und bei den Göttern bin. Ich flehe euch an. Aber ihr seid nicht tot. Außer ich habe eine Halluzination, aber man weiß ja nie. Ich werde es bald sein. Ich will nur, dass er Frieden findet. Oh, diese Schmerzen. Oh, der Fluch brennt wie Feuer in meinem Blut. Bitte, macht ihm ein Ende und macht es schnell. Aber vorher brauche ich ein paar Antworten. Bitte, ihr müsst mir helfen. Ich sage euch, was ich weiß. Wenn ihr versprecht, mich von meinen Qualen zu erlösen. Gut, ich verspreche es. Dann hört zu. Die Werwölfe sind keine grausamen Tiere mehr. Sie haben den Fluch überwunden. Genau wie ich. Im Zentrum des Waldes liegt eine Ruine. Dort könnt ihr sie finden. Sie werden glauben, ihr wolltet sie töten. Mehr kann ich euch nicht sagen. Die Schmerzen, sie sind zu stark. Bitte haltet euer Versprechen.
Nein, warte. Ich habe noch ein paar Fragen. Dann werde ich es selbst beenden. Naja, haben wir wenigstens noch ein bisschen Erfahrung bekommen, wa? Ich bin erfreut. Werwolffell? Haben wir jetzt ihr Halsband, oder? Ja, haben wir. Okay, dann können wir an sich zurückgehen schon mal. Ja, machen wir auch. Also zurück zum Elfenlager. Wir geben die ganzen Nebenquests ab. Unterwegs holen wir das Holz von der großen Eiche. Und dann räuchern wir die Werwölfe aus. Na, wo kommt die denn her? Typ ist einfach komplett nutzlos. Jana, du stehst irgendwie komplett bescheiden, muss ich sagen. Irgendwie steht hier alle ziemlich bescheiden. Maui, was machst du denn hier vorne, Mann? Alistair, wie wär's, wenn du da mal rangehen würdest? Alistair, hallo! Hast du keinen Bock oder was? Attacke! Ja? Da ist ja noch ein Wolf. Ich hab ihn nicht gesehen. So, mit euch Mädels. Ich trag euch nicht, ihr seid mir zu schwer. Oh, was hat er nicht gesagt? Doch, hab ich. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Aber selbstverständlich. Na Mensch, die haben ja alle was dabei. Da würde sich der gute Boss mal freuen. Bei den ganzen Fällen, wa? Wo kommen wir jetzt hin? Ich hab jetzt nicht her. Ich war ja nur ein paar Minuten weg. Naja, entspann dich. Typisch, Alistair klaut mir wieder die Show. Alter, wie viele Bären sind denn hier? Einfacher als gedacht. Die fetten Bären haben wir einfach umgeklatscht. Und bei so ein paar Wölfen und zwei, drei Werwölfen, da kippen wir aus den Latschen oder wie? Leute, das macht keinen Sinn. Das macht einfach keinen Sinn. Hab ich noch irgendwas übersehen? Nee. Gut, dann weiter zum Lager. Wir steigen auch bald ein Level. Vielleicht, wenn wir die ganzen Nebenquests abgegeben haben. Wäre natürlich super, bevor wir
ins Werwolf-Lager gehen. Schön nochmal Level steigen. Wäre geil. So, wo ist der Bengel? Hier ist er. So, wir speichern auf der 4. Ich hab dein Fell. Also, habt ihr ein Fell? Ja, hier ist eins. Ist es frisch? Ja, ich danke euch. Das ist wundervoll. Endlich bin ich ein Jäger. Ich muss sofort zu Gainer. Kommt schon. Auf zu Gainer. Gainer, ich habe wunderbare Neuigkeiten. Ich habe endlich mein Fell. Wirklich? Das ist wundervoll. Aber ich dachte, du dürftest den Wald nicht betreten. Ich also, das habe ich auch nicht. Ein Wolf ist aus dem Wald gekommen und hat mich angegriffen. Dann habe ich ihn erlegt. Jetzt bist du also ein richtiger Jäger. Das sind großartige Neuigkeiten. Jetzt können wir endlich zusammen sein. Und heute Abend ist ein echter Mann. Wir sind euch beide sehr dankbar, dass ihr uns geholfen habt, zueinander zu finden. Ihr seid wundervoll. Ich bin so glücklich. Ist das nicht herrlich? Eine junge Liebe, der es gestattet ist, zu erblühen. Hat hier noch jemand den Drang, sich zu übergeben? Nein? Nur ich? Hier, nehmt das Buch. Ich hoffe, es kann euch bei eurem Kampf gegen die dunkle Brut nützlich sein. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Na, ich sag mal so. Die ganze Beziehung baut auf einer Lüge. Molke minus 5. Oh nein, was tut sie? Will sie mich verarschen, Mann? Oh, immerhin ist eine Stufe gestiegen. Packen 2 in Magie und 1 in Willenskraft. Ey, Molke, die macht mich fertig. Die ganzen Punkte, die ich aufgebaut habe, habe ich schon wieder verloren bei ihr. Das freut mich. Sturm, bla bla bla, hier neben Steinfaust mit war. Würde ich bald mal sagen, ja. Auch ein Angriff sauber, kann nicht schaden. Oder hier oben, bei Magier, kann er bolzen. Stabfokus. Nee, wir nehmen erstmal hier die Fähigkeit mit. Ich habe mit Morgan am meisten gequatscht eigentlich, aber die ist wieder am schlechtesten. Das ist unfassbar. So, wen hatten wir noch? Ja. Den hier hinten, glaube ich, mit dem Halsband. Ach, und den mit der Holzborke hier. Schön, euch wiederzusehen. Benötigt ihr noch etwas? Ich habe Eisenborke für euch gefunden. Wirklich? Lass mich mal sehen. Ja, das ist tatsächlich Eisenborke. Und sie ist von herausragender Qualität. Gut gemacht. Wie vereinbart werde ich aus diesem Holz etwas für euch herstellen. Was möchtet ihr haben? Einen Bogen? Oder vielleicht einen Brustpanzer? Nehme ich einen Bogen mit? Ich kenne ja die Werte nicht. Dann komme ich in den Bogen. Ist ja ein Elfenbogen. Die müssten ja an sich ganz gut sein, oder? Manuvinin, ich werde ihn persönlich anfertigen. Ihr könnt zusehen. Dauert nicht lang. Oh, dann wird er nicht gut werden. Billige Qualität. Ich habe das Holz nach meinem Willen geformt. Hier habt ihr einen Langbogen der Dalish. Möge er euch gute Dienste leisten. So, jetzt bin ich aber gespannt. Komm. Enttäusch mich nicht. Langbogen der Dalish. Wenn die Elfen für was Gutes bekannt sind, dann für ihre Bögen. Komm. Oh. Oh. War der hier? Könnte der gewesen sein, oder? Ja, Eisenborke, der Wahrer, Stufe 5. Benötigt 28 Geschicklichkeit. Was hat's denn die denn?
beim nächsten Level ab. Naja, wie viel brauchst du denn noch? Nicht mehr so viel, oder? Nee. Sehr schön. So, ich hab jetzt hier noch... Wer bist du denn da hinten? Seid gegrüßt. Ihr seid es doch, dem ich meine Rettung aus dem Wald zu verdanken habe, oder? Ach ja, er. Ja, das stimmt. Eure Bemühungen sollen belohnt werden. Hier ist ein Edelstein, den ich erstanden habe, als ich bei den Fremden war. Ich hatte eigentlich vor, daraus eine Halskette für meine Braut anzufertigen. Aber jetzt möchte ich, dass ihr ihn bekommt. Ich weiß, dass er wertvoll ist. Eine weise Entscheidung. Nicht nur, weil ich dein Leben gerettet habe. Man sollte die Frau nicht zu sehr verwöhnen. Ich danke euch. Das ist sehr freundlich. Dann nehmt ihn. Die Götter mögen euch segnen. Aber ich fürchte, ich muss mich jetzt ausruhen. Der Hüter sagt, ich sei noch nicht wieder vollständig genesen. Ich wünsche euch alles Gute. Naja, du wirst auch die Kraft brauchen, wa? Wenn die Frau erfährt, dass sie keine Kette bekommt. Ah, kritisch. Ihr seid zurück? Habt ihr vielleicht Neuigkeiten über Denyla? Ja, habe ich. Ihr habt Neuigkeiten? Habt ihr sie gefunden? Seid ihr euch sicher? Sie hat mir ihr Halstuch gegeben. Seht selbst. Das ist ihr Halstuch. Wo habt ihr sie gefunden? Was ist ihr zugestoßen? Sie ist an dem Fluch gestorben. Saffrian hat die Wahrheit gesagt. Der Hüter hat die Wahrheit gesagt? Seid ihr sicher? Natürlich bin ich mir sicher. Zweifelt ihr etwa an meinen Worten? Nein, natürlich nicht. Es wäre dumm, euch und dem Hüter nicht zu glauben. Zumindest hat sie Frieden gefunden. Hier habt ihr das Amulett, wie versprochen. Ich sollte jetzt gehen und einige Vorbereitungen treffen. Ich muss angemessen um meine Frau trauern. Darashira lebt wohl. Na, wir haben doch gern geholfen. Zeig mal das Amulett her. Oh, da haben wir da. Ah, Zauberresistenz, Mann. Die geben mir auch nur Scheiße. Naja, kannst denn dann bekommen. Haben wir alt abgeschlossen, oder? Ja. Jetzt müssen wir zur großen Jetzt Mist können wir hier noch verkaufen. Schön, euch wiederzusehen. Benötigt ihr noch etwas? Ich bin zwar kein Händler, aber ihr könnt gerne einen Blick auf meine Waren werfen. Vielleicht benötigt ihr ja etwas davon. Ja, kommt zum Punkt. So, erstmal verkaufen, jetzt ein Plunder. Der kann weg. Der kann weg, den behalten wir. Den behalten wir auch noch. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Sieht nicht schlecht aus. Ja, aber die ganzen Mist hier soll, weiß ich auch nicht. Weg damit, weg damit, weg damit. Werde ich eh nie anwenden, bin ich ganz ehrlich. Hier die Geistscherbe. Ja gut, den Rest behalten wir erstmal. So, wir haben noch einen Kodex bekommen, oder? Das war ja sogar. Dämon des Zorns. Trifft man im Nichts auf einen Dämon des Zorns in seiner wahren Form, ist das ein furchterregender Anblick. Pures Feuer, ein Körper wie aus Lavamassen, der sich ständig verändert. Und in der Mitte zwei Augen, die einen unheilvoll und stechend wie Nadeln anstarren. Die Fähigkeiten eines solchen Dämons ruhen in dem Feuer seines Kerns. Wer ihm zu nahe kommt, gerät in Flammen. Und die mächtigsten von ihnen verschießen Feuerblitze und können Feuerstürme entfachen.
die ganze Gebiete verwüsten. Zum Glück sind Dämonen des Zorns meist weniger intelligent als andere Arten. Ihre Taktik ist einfach, einen Feind mit so viel Macht wie möglich angreifen, bis er vergeht. Manche Dämonen des Zorns behalten ihre Feuerfertigkeiten auch im Körper eines Wirtskörpers bei. Aber sonst sieht man ihre wahre Form außerhalb des Nichts meist nur dann, wenn ein Magier sie für eine besondere Aufgabe beschwört. Ja, zum Beispiel uns zu töten. Aber das hat der alte Sack glücklicherweise nicht geschafft. Die Geschichte von Ilioren. In den Tagen nach Zatzkils Auferstehung übernahm die Dunklen jedes noch so kleine Fleckchen Erde. Der Erzdämon trieb alle Länder der Welt vor sich her. Schemlen ebenso wie Elfnar. Weit im Norden, wo die Ebenen mit Hügeln übersät sind und die Erde fortwährend von einer gnadenlosen Sonne erhitzt wird, liegt ein Land, das die Schemlen Anderfels nennen. Und dort lebte ein Clan der Unseren und versuchte die Verderbnis zu überleben. Ihr Hüter hieß Ioren, in seiner Jugend ein Jäger, der es an Geschick mit jedem Wolf aufnehmen konnte, führte er die Seine nun weg von der dunklen Brut, die ihn jedoch stets auf den Fersen blieb. Der alte Jäger wusste, dass selbst Haller nicht ewig laufen können. Sie mussten umkehren und sich stellen, oder sie würden einfach überrannt. Am Fuß der Merdain trieb die dunkle Brut Ilyorens Clan in die Enge. In jeder Nacht war der Mond wolkenverhangen und über der Erde lag ein unheilvoller Nebel, wie aus dem Nichts, sodass die Elfen und Omen nicht mehr unterscheiden konnten. Mitten in der allgemeinen Verwirrung griff die dunkle Brut an. Ja, die konnten Omen und nicht mehr unterscheiden. Haben sie gesoffen oder was? Aber Ioren war vorbereitet. Überall im Lager hatten die Jäger trockene Gräser und Buschberg verstreut. Als die knackende Schritte hörten, beschworen Ioren und die anderen Haaren die alte Magie. Blitze schossen durch die Luft und obwohl sie die dunkle Brut verfehlten, trafen sie doch. Denn eine gewaltige Feuerbrunst umgab die Elfen und keiner der dunklen Brut konnte sie überwinden und zu Jorens Clan vordringen. Naja, haben sie alle auf eine Karte gesetzt. Hat anscheinend geklappt. So, wieder zurück. Schade, keinen neuen Gegner. Braucht nicht mehr so viel Erfahrung. Für ein Level Up. Wäre ganz nice, wenn jetzt noch welche kommen könnten jetzt hier. Vielleicht noch da hinten? Meine Eichel ist noch immer verschwunden. Deshalb frage ich euch, habt ihr sie gefunden? Ja, die steckt bei mir in der Arschritze. Ich hab sie gut versteckt. Ist das hier die Eichel, nach der ihr sucht? Meine Freude ist unermesslich groß. Meine Saat ist zurück. Das ist grandios. Stinkt nur ein bisschen. Hier ist euer Lohn, wie abgesprochen. Seine Magie ist vollkommen und ungebrochen. Tragt ihn stets bei euch, werft ihn nicht fort, dann droht euch keine Gefahr mehr an diesem Ort. Alles Gute für euch, in Zukunft und jetzt. Ihr habt meiner Trauer ein Ende gesetzt. Mögen eure Tage lang und voller Sonne sein, eure Winter kurz und eure Wurzeln stark wie Gestein. Danke, danke. Und wir sind eine Stufe gestiegen. Geil. Endlich. So, wir packen 2 in Stärke und 1 in Klugheit.
für die eine Fähigkeit dann noch mit der Manipulation. Da brauchen wir ja 16 insgesamt. Was nehmen wir mit? Rüstungstrennung? Noch eine Fähigkeit oder eine passive Fähigkeit? Ich glaube, wir nehmen die hier oben mit. Einfach weil die momentan... Obwohl... Ach nee, hier war der Schwinger. Der Charakter führt einen zerstörerischen Schlag in die Rüstung der oder natürliche Verteidigung des Ziels aus. Er versucht dabei normalen Schaden und beschädigt außerdem die Rüstung seines Gegners. Ja, damit bekommt er mehr Schaden, weil die Rüstung verringert wird. Oder die Vorliebe des Charakters für schwere, zweihändige Waffen sorgt dafür, dass er allein aufgrund der reinen Masse hinter seinen Schlägen bei jedem Angriff die Chance hat, seinen Gegner zu betäuben. Ja, an sich ist beides gut. Wir werden ja auch beides leveln noch. Aber es ist momentan wichtiger. Wir nehmen das Passive mit, weil wir einfach keine wirkliche Ausdauer haben, um mehrere Fähigkeiten zu aktivieren. Na, warte mal, wie viel brauchen die? Aktivierung 32. 26. 52, oha. Ja, wir nehmen eine Passive mit. Erstmal. Danke dafür. So, du bekommst jetzt erstmal Geschicklichkeit für den Bogen, Liliana. Eine bessere Kampfausbildung. Und dann gucken wir mal. Was hast du denn hier Schönes? Kritischer Schuss, das gefällt mir schon mal. Unterdrückender Schuss. Oder Zielen. Kritischer Schuss nehmen wir mit. Schaden ist immer gut. Jo. So, dann können wir wieder tiefer in den Wald hinein. Wie spät haben wir es eigentlich? 2 Uhr in der Nacht. Mann, Mann, zum Glück ist morgen Feiertag. Sonst wäre ich am Arsch. So, da sind wir wieder. Ich würde sagen, wir speichern auch mal zwischen auf der 4. So, da oben ging es weiter. Sind hier vielleicht neue Gegner oder so? Nö. Der Ast der großen Eiche lässt die Barriere zerbrechen. Es geht weiter. Na, wer lauert denn da? Der Wald war nicht wachsam genug. Ihr kommt immer noch. Ihr seid stärker, als wir erwarten konnten. Die Delish haben eine gute Wahl getroffen. Aber ihr gehört nicht hierher. Verlasst diesen Ort. Da kommen sie angejoggt. Warum kann ich nicht versuchen, diesen Streit beizulegen? Die verräterischen Deli schicken euch, um Schattenreißer zu töten. Ich würde nicht untätig dabei stehen und das zulassen. Weshalb? Was bedeutet euch Schattenreißer überhaupt? Ist er euer Anführer? Ihr wisst nichts über ihn. Und ich werde euch auch nichts sagen. Ihr seid in unser Zuhause eingedrungen. Ihr wollt töten, wie alle eurer Art. Diese Lektion habt ihr inzwischen gelernt. Ihr beschützt uns Schattenreißer. Hier haben wir Namen und werden geschätzt. Wir verteidigen Schattenreißer und diesen Ort mit unserem Leben.
Einfach umgekickt. Einer kackt sich einfach ein. Der Schattenreiter sieht aus fast wie mein alter Hund, ey. Oh, Newty Lissy, die hatte bloß noch ein schwarzes Auge. Also, so ein Fell um Auge herum, was schwarz war. Oh. Ist schon 2 Jahre tot, ey. Wirklich, die Zeit vergeht. Noch ein Grabstein von der Quest. Hier, Patronen, schön. Oh, Fähigkeit unzureichend. Dänisch Langbogen. Und Nelma verloren, super. Ach genau, wir können ja noch einen Bogen ausrüsten. Boah, sexy. Geiler Bogen. Da ist noch eine Truhe. Was möchtet ihr? Die kann sie öffnen, das ist ganz gut. Dann steigt Alistair eine Stufe, dauert noch. Warum brauchen die ja so lange? Macht ja keinen Sinn. Naja, keine Ahnung. Kommen schon wieder welche. Mein Gott, seid ihr nervig. Der Torwächter. Wir speichern mal. Eindringlinge haben uns getäuscht, um ins Herz des Waldes zu gelangen. Rückzug zu den Ruinen. Beschützt die Herren. Betrete sanften Schritts das Herz des Waldes, denn vergangener Fehl wird erinnert und betrauert. Vor allen Dingen geiler Torwächter. Der flieht einfach. Anstatt uns einfach aufzuhalten. So. Gebiet freigeschaltet. Codex haben wir noch nicht bekommen. Surprise, surprise. Du hast eine Geheimtür gefunden. Ih, was kommt da raus? Da kommen ja noch mehr. Komm, Sahne joggt. Viel zu einfach. Nur eine Truhe. Ja? Ja, auf damit. Noch ein Liebesbrief. Geil. Codex aktualisiert. Fräulein Ambrose. Ein langes und langsames Zerkleinern. Ganz vorsichtig. Und durch großzügige Zugabe von Öl verfeinert. Bei mir spielt die Größe keine Rolle. Ja, sagen immer die Leute, die ein Kleiner haben, mein Freund. Und ich bin beim Stopfen immer vorsichtig. Ah. Nicht, dass etwas reißt, bevor die Bestellung fertig ist. Mein Fleisch führt immer zur Zufriedenheit. Euer Interesse erstaunt mich, aber es steht mir nicht zu, die nächtlichen Lesegewohnheiten meiner Kundschaft zu hinterfragen. Nächste Woche wieder 3 Kilo Wurst, völlig ohne Ironie, versteht sich, steht zu Diensten. Fleischerei im Biller. Die alte Sau. Die alte Fleischer. Wer seine dicke Salami verkaufen. So, hier ist einfach nichts. Wir speichern mal. Aber selbstverständlich. Selbstverständlich. Und kommen Werwölfe? Die schnappen wir uns. In Ordnung. Wenn Meier nur mal treffen würde, Alter.
schön viel Blut. Aber nicht unser Blut. Ist die Hauptsache. So, kommt noch mehr oder war das? Eine Leiche? Da fehlt einfach der Kopf, ist ja ekelhaft. Hier ist noch eine Geheimtür anscheinend. Auf den Schuppen. Der Hillische Rüstung. Wo ist das Schild der dunklen Brut? Da ein bisschen Schutt da hinten. Und den Dreckhaufen, da greifen wir großzügig rein. In Ordnung. Ah, da war auch ein bisschen Kacke bei. Hier geht's weiter, glaube ich. Eiserner Ring. Oder ging's hier weiter? Ach, von hier kommen wir, glaube ich, dann am Ende. Aber selbstverständlich. Die Werwölfe haben die Tür verriegelt. Ja, wie soll die Ruine erkunden? Okay. Machen wir doch natürlich. Warte mal, hast du hier nicht noch irgendwie ein Talent? Anhalten, aktiviert. Okay. Die hat nur das eine. Na dann weiter. Bin ja einfach stuck. Dann müssen wir natürlich hier lang. Guck, guck. Ist da wer? Und ein bisschen Loot? Nein, schade. Und hier, ja, schön. Ein bisschen Schutt wieder. Plus Part. Können wir einer Dame ein Geschenk machen. Oder eine neue Rüstung. Verbessern, ne? Die Spinnen, ist ja ekelhaft. Ja, kommt mal her. Oh mein, da verfehlt er dauernd nur. Geil. Einfach nur ekelhaft, ohne Witz. Das Thema hatten wir ja schon mal, aber Spinnen sind einfach halt ekelhaft. Das ist besonders so eine Riesenspinne, ey, wirklich. Aber selbstverständlich. Welches Spiel war das nochmal? Wie hieß das nochmal? Dark and Magic? Nee. Weiß nicht mehr, auf das Spiel, wo so eine ich kann nicht mehr reden. Diese so eine Riesenspinne, die andauernd entgegenspringen, ist ja ekelhaft gewesen. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. So ganz bekanntet. Auch ein alter Klassiker. Ach, egal. Wo bin ich jetzt hier? Wo? Wie lang muss ich? Komplett verwirrt. Ja, hier weigt man nicht. Hier bin ich richtig. Bogen des Speers, da haben wir noch eine Truhe. Ein Helm. Auf jeden Fall bei dem Spiel, da gab es auch Riesenspinnen und die sind hier andauernd entgegengesprungen, wirklich. Die hingen an der Decke und immer runter. Und er hat nicht, fand sowas sehr übel, hart, ekelhaft, wirklich. Schlimmer jetzt nicht. Ich habe jetzt keine Phobie vor Spinnen oder so, aber ich
Bin die schon widerlich. Ah, finden wahrscheinlich die meisten, oder? Also ich kenne keinen, auch nicht im Freundeskreis. Oder Bekanntenkreis oder arbeitsmäßig, was weiß ich. Ich kenne da nicht einen, der irgendwie spinnfeuert. Stellt euch mal vor, ihr seid... Irgendeine Spinne kriegt euch, betäubt euch. Ihr kriegt noch alles mit und ihr wacht dann auf in so einen scheiß Kokon. Die Spinne hängt da oben irgendwo, ihr hört sie, könnt sie aber nicht sehen. Und ihr könnt nichts machen. Und irgendwann kommt sie angekrabbelt und frisst euch einfach. Bei lebendigem Leib. Weil die killt euch ja nicht. Außer sie ist extrem giftig. Wenn sie das nicht ist, dann frisst sie euch einfach so. Was haben wir denn da? Ah, okay. Ich glaube, vor uns ist etwas. Ja. Etwas. Das ist mein Vater. Der schnarcht hier. So, wir speichern vorsichtshalber mal. Hier, bleibt mal hier bitte. Ich weiß nämlich, was hier kommt. Wander. Ja, cool. Wie wär's mit Heilung? Steh da mal auf, du Lappen. Ich glaube, das ist Schwache. Nicht so geil. Zu viel für mich. Oh Gott, Alistair. Du bist nicht Alistair. Ich habe ihn nur noch schwacher, Alter. Das sieht nicht gut aus. Nein, das sieht nicht gut aus. Das müssen wir nochmal machen. Ich glaube, ich lock den mit dem Hund an. Wäre vielleicht sinnvoller. Und wir stellen euch mal anders hin. Du bleibst mal hier oben stehen. Liliana, du auch. Alistair, du gehst mal nach hier unten. So. Nochmal speichern. Dann locken wir das Vieh mal an. Da kommt er angeflitzt. Wohin soll ich gehen? Wander. Aber selbstverständlich. Warum steht denn wieder hier unten, Mann? Ihr seid Fernkämpfer. Wollt ihr mich verarschen? Nicht so geil jetzt schon wieder. Du gehst mal dahin. Du dahin. Kannst du heilen, Neugier? Nee, kann sie nicht. Alistair, du musst dich unbedingt mal heilen, mein Freund. Alistair, kannst du nicht heilen oder liegst du auf flach? Ah, er liegt auf flach, verdammt. Ah, Alistair? Schnell wieder heilen. Ich sollte vielleicht mal die Wundumschläge in die Leiste packen, wa? Wäre vielleicht... Alistair, ich brauche andere Wundumschläge.
Rihanna, du gehst mal bitte nach da hinten. Er lässt das down, ist nicht so gut. Nein, 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 nicht auf die Girls. Nicht auf die Girls. Du gehst nach da hinten. Die holt meiner noch aus, Alter, wie in Zeitlupe, der Lappen. Warum passiert sowas immer mir? Weil du immer im Nahkampf stehst. Einfache Lösung, wa? Weiter weggehen. So, da waren hier eine schöne Rüstung. Oh. Alistair, was sagst du dazu? Gefällt dir die? Nee, gefällt ihm nicht, weil er keine Stärke hat, der Lappen. Wie viel braucht er dafür? 26. Wie viel hat er? 24. Na gut, beim nächsten Level ab dann. Ist ja bald. Der bräuchte. Ihr müsst doch mal ins Lager gehen. Der Typ hat zu viel Verletzungen, Alter. Der ist ja komplett am Arsch. So, wir haben auch einen Codex-Eintrag bekommen. Zwei ja sogar. Erstmal Skelett. Die Dämonen des Nichts sind neidisch auf die lebenden Wesen, die sie jenseits des Schleiers spüren. Sie streben stets danach, die Grenzen des Nichts zu überwinden. Und wenn es ihnen gelingt, versuchen sie, das erste Wesen zu übernehmen, dem sie begegnen. Sie können dabei aber nicht unterscheiden, ob die Kreatur lebt oder bereits tot ist. Für einen schwachen Dämon ist eine Leiche sogar interessanter, weil sie ihm nichts entgegenzusetzen hat. Der Dämon hat darüber keine Verständnis. Gesteuerte Kontrolle. Er sieht ein Ziel und nimmt die Gelegenheit wahr. Und wenn das ein, und genau das ist ein Skelett, eine Leiche, wiedererweckt von einem Dämon, der sie kontrolliert. Wenn der Dämon feststellt, dass er in einem Körper gefangen ist, der ihm nichts zu bieten hat, wird er wahnsinnig und zerstört alles Leben, auf das er trifft, ohne Rücksicht auf seine eigene Unversehrtheit. Solche Skelette werden nach Typen unterschieden, je nachdem, welcher Art von Dämon sie beherrscht. Ein rasendes Skelett ist von einem Dämon der Völlerei besessen, verzehrt jedes Leben, dem es begegnet, und kann oftmals seinem Opfer Lebensenergie und Mana entziehen. Ein schlürfendes Skelett bewegt sich langsamer und steht unter der Kontrolle eines Dämons der Trägheit. Er setzt gegen seine Ziele, Gegner Veränderungskräfte ein, die sie verlangsamen und sogar einschlafen lassen können. Mächtigere Dämonen befehligen auch Skelette, die dann aber anders benannt werden, zum Beispiel Wiedergänger oder arkane Schrecken. So, Drachen. Bei weiblichen Drachen dauert es viel länger, bis sie ausgewachsen sind. Auch sie durchlaufen eine Art Veränderung, aber während Männchen den Gebrauch ihrer vorderen Gliedmaßen praktisch einbüßen, wächst Weibchen ein drittes Paar Gliedmaßen, das als Flügel dient. Das ist ja Mobbing. Junge Männchen legen auf der Suche nach einem geeigneten Bau große Strecken zurück und leben während dieser Zeit nomadisch. Das sind die Drachen, die man gemeinhin auch zu Gesicht bekommt. Naja, der Feminismus, der kickt wieder rin. So, Leana, du kannst mal die Fallen aufspüren, meine Liebe. Cool, danke. Cool, danke. Ja, da bist du blind. Siehst du die nicht oder was? Nein. Befürchte, davon erhole ich mich nicht so schnell. Ja, komm doch mal raus da jetzt. Feuerkristall, Leichnam eines Ritters. Oh nein. Leichnam eines Zwergs. Ja, natürlich. Zwergischer Rundschild. Naja, nicht so dolle. Was haben wir jetzt hier hinten noch? Noch ein paar Truhen. Mein Gott, ihre Fähigkeit ist ja. Kurzbogen der dunklen Brut. Ich speichere noch mal zwischen, würde ich sagen. Wir haben die Drachen ja besiegt.
So, hier haben wir eine Truhe. Was? Ich bin doch schon bei Schlösserknacken. Auf 3. Meine Güte. Cool, was habe ich da jetzt verloren? Das laden wir nochmal. Na ja, das da kannst du mal aufmachen. Auf zu heulen. Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Ja, kannst du eben nicht. Okay. Hier haben wir einen Schatz. Drachenhort. Wie ihr wünscht. Oh, Junge, Junge, Junge. Das sieht ja mal richtig lecker aus. 19 Gold, Leute. Wir sind reich. Was war hier? Neuer Codex-Eintrag. Falondin, Freund der Toten, der Wegweiser. Oh, Falondin, Lefan, Freund der Toten. Führe meine Schritte, beruhige meine Seele, leite mich zur letzten Ruhestätte. Vor langer Zeit alterten die unseren nicht. Sie waren ewig. Statt zu sterben, verfielen sie in Utena, den langen Schlaf, und beschritten die sich ständig wandelnden Wege jenseits des Schleiers. Zusammen Falondin und seinem Bruder Dirtamen. Diese Weisen erfuhren dabei von den Geheimnissen des Traums, und einige kehrten damit zu ihrem Volk zurück. Aber dann wurde unser Leben beschleunigt und wir wurden sterblich. Die Verstorbenen gingen mit Falondin ins Jenseits und kehrten niemals zurück. Wenn sie dabei Dirtamen um Rat fragten, gingen dessen Weisheiten zusammen mit ihnen ins Jenseits und erreichten somit unser Volk nicht. Danach sorgte Farande dafür, dass wir den Kontakt zu unseren Göttern verloren. Und Falondin fungierte für die Verblichenen nicht länger als Wegweiser. Mit der Zeit lernten wir, unsere Angehörigen mit einem Eichenstab zur letzten Ruhe zu betten, damit sie entlang des Wegs nicht den Mut verlieren. Und mit einem Zedernzweig, um die Rabenfurcht und Täuschung zu vertreiben, die einst Dirtamens Diener waren, aber jetzt ohne Meister sind. Mein Gott, die Elf, die gehen mir so auf den Sack mit ihren Geschichten, jetzt mal ohne Witz. Ich verstehe da immer nur die Hälfte von. Ja, ich verstehe schon, das ist jetzt zu viel gesagt, aber es ist immer so geschwollen, die ganze Scheiße. Nee, warte mal. Selbstverständlich. Die sind alle so sehr verletzt, ich glaube, ich gehe erstmal zurück, Leute. Kostet jetzt zwar ein bisschen Zeit, ja, tut mir leid. Aber damit die ihre ganzen Verletzungen verlieren. Weil die geben schon einige Einbußungen. Hier, was macht das zum Beispiel? Steht natürlich wieder nicht. Aber hier, Abzug auf Leben, Abzug auf Angriffsgeschwindigkeit und so weiter. Und Alistair, der ist ja gefühlt halt tot. Niemals Ruhe, oder? Ja, tut mir leid, Mann. Deswegen gehen wir jetzt ins Camp, da kannst du dich ausruhen, mein Freund. Cool. Da kam noch ein Rasengan geflogen. Bijutama! Ich glaube, man konnte sogar am Eingang schnell Reise ins Lager machen, oder? Wir probieren es mal aus. Jo, wir wollen weiter. Nee, konnte man nicht. Kannst hier nicht reisen, so eine Scheiße. Okay, dann müssen wir vielleicht in ein anderes Gebiet gehen. Jetzt? Komm, komm, komm. Nein! Bin ich hier richtig?
So, Konvergenzlager. Auch nicht. So ein Mist, jetzt müssen wir erstmal ins Elfenlager gehen. Warte mal, waren wir hier unten schon? Ach, da ist die Eiche. Okay, ja, waren wir schon, auf jeden Fall. Aber das liebe ich zum Beispiel in alten Spielen. Keine Open World. Den neuen Titel wäre ich jetzt erstmal eine Stunde unterwegs. Hier kann ich einfach innerhalb von 1-2 Minuten das Gebiet durchschreiten. Ja, das ist was Level Up, das ist gut. So, jetzt bitte ins Lager. Please. Sehr schön. Danke. Ich habe euch angelogen, was meinen Grund betrifft, Orlais zu verlassen. Warum? Ich wollte zu dem Zeitpunkt nicht darüber reden. Was mir widerfahren ist, könnte auch uns betreffen. Es muss nicht geschehen, aber ihr solltet Bescheid wissen. Ich kam nach Ferelden und zur Kirche, weil ich in Orlais gejagt wurde. Gejagt? Weswegen? Mir wurde etwas angehängt. Mich hat jemand verraten, den ich zu kennen glaubte und dem ich vertraute. Marjolaine, meine Gönnerin und Freundin. Sie hat mich in der Kunst der Barden ausgebildet. Wie man mit Wort und Gesang bezaubert, wie man eine Adlige spielt oder auch ein Dienstmädchen. Was ich lernte, setzte ich ein, um ihr zu dienen, meiner Bardenmeisterin. Denn ich liebte sie. Und meine Arbeit bereitete mir Freude. Marjolaine, diese Schlampe. Wie hat sie euch hintergangen? Man könnte sagen, es war meine Schuld. Ich sollte einen Mann töten und Marjolaine alles bringen, was er bei sich trug. Ich wusste nicht, wer der Mann war. Sie gab mir einen Namen und eine Beschreibung und ich spürte ihn auf. Er hatte Dokumente bei sich. Versiegelte Dokumente. Wichtige Dokumente? Das ist eigentlich klar, aber gut. Fragen wir einfach mal. Sie haben sich als solche erwiesen. Meine Neugier war zu groß. Irgendetwas sagte mir, dass ich wissen müsste, was auf diesen Papieren geschrieben stand. Marjolaine hatte alle möglichen Informationen über Orlais an andere Länder verkauft. Darunter an Nevarra und Antiva. Es war Hochverrat. Das ist doch für Baden täglich Brot, oder nicht? Für manche schon. Aber ich hatte immer angenommen, Marjolaine würde nur innerhalb von Orlais arbeiten. Eine sehr unangenehme Überraschung für mich. Als Badin wusste ich, dass man seine Loyalität flexibel halten muss. Mich beschäftigte nicht, dass sie eine Verräterin war, sondern dass ihr Leben in Gefahr war, sollte man sie durchschauen. Orlais hat schon gegen viele Länder Krieg geführt und nimmt derlei Taten sehr ernst, wie ich später erfuhr. Was meint ihr damit? Ich hätte es einfach auf sich beruhen lassen sollen, aber stattdessen sagte ich Marjolaine, dass ich um ihr Leben fürchtete. Sie wischte meine Besorgnis beiseite und gab zwar ihre Schuld zu, behauptete aber, das sei alles Vergangenheit und deshalb müssten die Dokumente auch zerstört werden. Ich glaubte ihr bis zu dem Moment, als sie mir die Dokumente zeigten und ich sah, dass sie in ihrer Handschrift geändert waren und nun mich als Verräterin hinstellten. Was ist dann geschehen? Die Wachen von Orlais. Sie nahmen mich gefangen, taten mir Schreckliches an. Ich sollte gestehen und meine Mitverschwörer preisgeben. Ich ertrug die Strafe, die Verrätern zukommt, und am Ende wartete lediglich die Ewigkeit in einem namenlosen Grab auf mich. Wie seid ihr davongekommen? Das ist ja auch erstaunlich, diese Geschichte. Die kenne ich noch gar nicht. Was ich von Marjolaine gelernt hatte, erwies sich doch noch als nützlich. Ich floh, als sich die Gelegenheit dazu bot. Ich habe Marjolaine danach nicht aufgesucht. Hätte sie befürchten müssen, dass ich komme, hätte sie mich erneut gefangen nehmen lassen. Also kamt ihr nach Ferelden, nach Lothering. Ich wollte ihr gegenübertreten.
Ich war zornig wegen ihres Verrats, aber was hätte ich gegen sie unternehmen können? Also floh ich nach Ferelden, zur Kirche und zum Erbauer. Ferelden schützte meine Person und der Erbauer rettete meine Seele. Und das ist der Grund für mein Hiersein. Der wahre Grund. Keine Lügen mehr. Zumindest nicht bei dieser Frage. Danke, dass ihr mir die Wahrheit anvertraut habt. Ich bin froh, dass ich diese Last los bin. Danke fürs Zuhören und für euer Verständnis. Immer wieder gern, Liliana. So, was habt ihr jetzt geschrieben noch hier? Ihre Entscheidung, der Kirche beizutreten, fußte nicht nur darauf, die Unzufriedenheit mit ihrem Leben als Badin, ihre Badmeisterin hatte sie hintergangen und sie musste fliehen, um nicht als Verräterin hingerichtet zu werden. Liliana bemüht sich, das Kloster in Lothring zu ehren, das sie aufgenommen hat, und hält Symbole mit Andrasses Segen stets nah an ihren Herzen. Naja, gut. Was haben wir denn noch im Gepäck? Können wir was verkaufen oder was in die Kiste packen? Oh Junge. Ein paar Geschenke können wir hier reinlegen. Wir haben ja keine. Noch hier, Dale, Schirschlederhandschuhe. Bemalte Himmelskugel. Ochsen. Silbermedaillon. Dämonenstatue aus Onyx. Und Raste Segen, ja, schön. Den Rest können wir verkaufen. Was haben wir hier noch? Der kommt rein. Den können wir verkaufen. Das brauchen wir später. Genau wie den hier eigentlich. Können wir verhökern, den auch. Ja, der kann halt weg erstmal. Muss mir unbedingt mal eine neue Maus kaufen. Mein Mausrad ist so im Arsch. Kann ich euch wirklich nicht für diesen Hut begeistern? Wie wäre es mit ein paar Ohrringen? Oder einem Käsemesser? Lasst mich eure Waren sehen, Bodan. Ich bin mir sicher, ihr findet Gefallen an den Dingen, die mein Sohn und ich gesammelt haben. Und an eurem Rabatt natürlich. Naja, quatsch mal nicht so viel. Wir werden ein Mist hier loswerden. Ja, warte mal. Ich glaube, das können wir Liliana anlegen, oder? Die Rüstung. Ah, sogar schlechter. Ah, schade. Nasco, was ist denn da angelegt gerade? Der 1000-mal besser. Beinahe und die Mutz. Mensch. Ihr und eure Freunde seid wirklich großartig. Ich bin... So ein Feini. So, du kannst erstmal weg. Ja, kann weg. Das auch, das Halsband auch. Eiserner Ring kann weg. Säurefläschchen, weg mit dem Müll. Bock im Mensch. So, die ganzen Plunder hätten wir verkauft. Hier, Blitze, Lehmstein. So, hat er noch ein paar Wundumschläge.
Nein, leider nicht. Wir könnten mal welche herstellen, glaube ich. Was brauchen wir nochmal dafür? Morrigan? Ach, schade. Geht nur, wenn wir unterwegs sind. So, Alistair, hast du was zu erzählen? Was benötigt ihr? Nur zu? Okay, mit ihm haben wir alles geklärt. Ja? Braucht ihr irgendwas? Ja? Was habt ihr auf dem Herzen? Ja, hier kennen wir auch alles. Morrigan, naja, die mag mich ja nicht mehr so wirklich. Da ist ja schon wieder Polen offen gefühlt. Ja? Ja? Wenn es sein muss. Achso, hatten wir ja schon. Okay, schon gut. Okay, dann können wir schlafen gehen. So, good night. Ich bin erfreut. Oh, wie die Ladies jetzt. Man trägt ja eigentlich so ein Halsband. So, wir brechen wieder auf. In der Tat. Unbedingt. Ja. Mit der üblichen Truppe. Oh, einen typischen Kampf. Bei den 3 Metern. Was stöhnt denn hier so? Kunari-Söldner, wo kommen die denn her? Genau so wird es geschehen. Cool, Magier. Eine krasse Magier. Moment, wie viele sitzen hier noch? Eine Hexe? Ja, das war's, oder? Nee, da ist ja noch ein Anführer. Scheiße, den hab ich gar nicht gesehen. Der stand einfach dahinter. Ach du Scheiße, Alistair. Und Schuss. So, den mach ich leider noch. Da kommt der noch wer. Okay, sieht schlecht aus. Scheiße, die haben mich einfach überrumpelt, die Fixer. Halt! Tötet ihn nicht! Oh Gott sei Dank! Alter! War knapp. Was? Warum nicht? Er ist kein gewöhnlicher Bandit. Die anderen auch nicht. Sie haben hochwertige Waffen und Rüstungen und sind gut ausgebildet. Ihr wisst doch, wovon ich rede, oder? Wer seid ihr? Jemand, der bereut, euch angegriffen zu haben. Dem gesagt wurde, es sei ganz leicht. Die kleine Rothaarige töten, mit den anderen nach Belieben verfahren. Töten? Ihr wolltet mich töten? Hat das Ganze etwas mit Orlé zu tun? Das könnte sein. Stimmt. Wer hat euch geschickt? Warum soll ich sterben? Man fragt nicht, warum jemand einen anderen töten will. Ich erfahre nur, was ich tun soll und wo ich mein Geld bekomme. Geld.
Ich darf froh sein, wenn ich mit dem Leben davon komme. Können wir uns einigen? Es wäre zu eurem Vorteil. Sprecht, rasch! Ich habe keinen Streit mit euch. Nicht ich wollte euren Tod. Aber ich weiß, wo ihr den Auftraggeber finden könnt. Wie heißt er? Weiß ich nicht. Der Mann, mit dem ich gesprochen habe, war wohl auch nur im Auftrag von jemand anderem tätig. Mir wurden Anweisungen aufgeschrieben, wie ich zu dem Haus komme. Es ist in Denerim. Hier. Mehr kann ich nicht tun. Danke. Geht jetzt. Ich will euch nie mehr sehen. Bist du verrückt? Wir sollten ihn töten, nur um sicher zu gehen. Aber sie hat gesagt, ich könnte... Adriana irrt sich. Das war Marjolaine. Es kann nicht anders sein. Ich dachte, ihr werdet hier entkommen. Das dachte ich auch. Vielleicht hat mich jemand gesehen oder sie hat mich endlich gefunden und möchte zu Ende bringen, was sie begonnen hat. Wir sollten nach Denerim gehen und ihr entgegentreten. Vielleicht ist es an der Zeit, die Angelegenheit endgültig zu klären. Sehe ich auch so. So, der wird erstmal gelootet. Große Klauenfalle. Wo geht's hier raus? Ach, hier. Nee, hier. Wir wollen weiter. Nächster Kampf, nee. Ja, wirklich ganz großes Kino. Hat sich überhaupt nicht... Naja, doch. Von der Story hat sich schon gelohnt. Erfahrung haben wir auch bekommen. Zwar haben wir wieder eine Verletzung jetzt. Ich und Alistair. Ja? Naja, na was soll's. Gehen wir hier lang. Ich glaube, der Weg ist ein bisschen kürzer. Wo muss ich denn lang? Ich mache jetzt ihn auf Zorro. Nee, von hier bin ich gekommen, oder? Hier muss ich lang. Ich habe keine Ahnung. Doch, hier bin ich richtig. Okay, Leute. Ich würde dann sagen, ich beende den Part an der Stelle. Danke fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Haut da rein!